Wasser der deutschen Sozialdemokratie gewidmet. Ein Revoluzer im Zivilstand, Lampenputzer, ging im Revoluzerschritt mit den Revoluzern mit. Und er schrie, ich Revoluze, und die Revoluzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Die Revoluzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonst denn unverdutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts. Bitte, bitte, tut ihm nichts. Wenn wir ihm das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Die Revoluzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzt und dazu noch Lampen putzt.